Ist es möglich, in Mario Kart zu gewinnen, wenn man vor dem Rennen 5 Sekunden wartet? Ja klar, aber ob ich das in einem Online-Rennen schaffte, siehst du in diesem Video und es wurde mehrmals mehr als knapp. Und damit willkommen bei Kokosnuss. So, starten wir unser erstes Rennen und ich bleibe stehen. Für 5 Sekunden lang, also in 4, 3, 2, 1. Jetzt kann ich erst losfahren. Und naja, wir schauen, wie es sich entwickeln wird. Am besten jetzt schön Münzen einsammeln. Und am besten 2 Items, denn ich möchte hier etwas Bagging betreiben. Ah, jetzt nicht so toll, wie ich erwünscht hatte. Und auch Pilze nicht gut, so gut. Aber das ist erst der Anfang. Und es kann auch sehr gut werden. Ich würde jetzt links fahren, aber weil ich bagge, jetzt schön Items wechseln und neue nehmen. Damit... Ah, blauer Panzer, das bringt mich hier hinten überhaupt nichts. Der blaue Panzer bringt nur den vorderen Plätzen was, den zweiten, dritten Platz, denn die können dann aufholen, wenn der erste die Blutschild abbekommt. Aber ich bin jetzt schon wieder im Rennen. Also so schwer wird es gar nicht. Schön hier Münze, sehr schön. Ich hoffe, es wird nicht so schwer. Also ich muss jetzt am besten hier die Pilze sinnvoll einsetzen, damit ich den Goldpilz auf einen sehr guten Platz den schmuggeln kann und den da auch einsetzen kann. Ja, jetzt schon. Jetzt schnell links fahren. Das ist schneller, als würde man geradeaus fahren. Und hier entlang. Sehr schön. Doppel-Item, Doppel-Item. Ja, jetzt wieder Item-Knopf spammen, damit ich schneller neue Items bekomme. Boah, lila Mini-Turbo. Sehr schön. Wird das jetzt schon erster Platz? Wird das jetzt schon erster Platz? Ich bin auf dem dritten Platz. Und es kommt eine Blue Shell. Blue Shell. Sehr schön. Immer die Pilze in den Drifts zünden, denn bei Drifts ist man langsamer. Und Pilze einsetzen, damit man wieder auf Top-Speed ist. Und ich sehe schon den ersten Platz. Der ist direkt vor mir. Komm. Na, Boomerang. Der hat einen Boomerang. Weg hier. Banane nach hinten und Doppel-Item bekommen. Sehr schön. Jetzt. Nein. Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Ich würde erstmal hier mich schützen. Und nach vorne, nach vorne. Doppel-Item. Ja, ich habe es noch geschafft. Treffen die Feuerbälle ihn? Nein, machen nicht. Roter Panzer. Werfen, werfen. Komm. Nein. Ich habe... Oh, wie dumm. Ich habe beide gleichzeitig geworfen und die haben sich selbst gehittet. Was? Was? Nein! Warum ist der stehen geblieben am Ziel? Was? Zweiter Platz? Super! Ich probiere es nochmal und vielleicht werde ich ja diesmal erster Platz. Was? Das war einfach ein 84.000-Punkte-Fahrer. Deswegen konnte ich den nicht einholen, aber ich war echt knapp nah an ihm. Wie schade. Ich muss jetzt hier vorne den zweiten Platz aufgeben, indem ich mich wieder zurückfahren lasse. Schade. Und jetzt Zeit stoppen. 5 Sekunden. Nicht bewegen. Und jetzt darf ich wieder fahren. Ah, wie dumm das für die anderen aussehen muss. Lol. Was, was, was? Oh, ich dachte, das wäre eine Bombe, aber es war nur eine Münze. Aber, was? Die sind gar nicht weit nach vorne gekommen. Was, ich habe kein Item bekommen? Nein, ich sollte wieder etwas baggen und Münzen holen. Aber egal, so wird das auch schon irgendwie was. Komm, 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 komm. Sehr schön. Ich bin auf 8. Platz und hinter mir sind noch Leute? Wie schlecht sind die denn? Der 84.000-Punkte-Fahrer ist vor mir, der heißt A. Ah, ich habe keine Items, keine Items. Die sind echt wichtig, wenn man hinten ist, um wieder Führung aufzubauen. Was? Oh, wie knapp, wie knapp. Der vor mir, der 84.000-Punkte-Fahrer, wurde einfach gehittet und ich nicht. Ich würde jetzt die Abkürzung nehmen, aber ich brauche die 3 Münzen, die hier sind. Sehr schön. Hab etwas gebremst, damit ich die zweite Münze auch noch bekomme. Ich werde etwas Snaking machen, also immer wieder rechts, links fahren, damit ich die möglichst vielen Mini-Turbos rausbekomme. Jetzt... komm bitte, Blitz, Blitz, Blitz. Ich hoffe auf den Blitz, damit ich hier weiter nach vorne komme. Komm. Oh, noch ein Stern. Nein! Nein, genau in dem Moment, wo der Stern aufgehört hat. Und da gibt es ja ein kleines Zeitfenster, wo ich kein Item nutzen kann. Ah, schade. Auf der Strecke vorher lief es ein bisschen besser als jetzt. Denn der Blitz... Mit dem Blitz könnte ich auf den ersten Platz kommen. Aber nein... Er muss natürlich eingesetzt werden, während ich ein neues Item bekomme. Komm, komm, komm. Soll ich den jetzt schon einsetzen oder gleich? Nach dem Shortcut, weil mit Blitz wird schwierig, der Shortcut, weil ich schneller bin. Jetzt. Komm, Blitz, Blitz, Blitz. Wuhu. Bekomme ich ein gutes Item? Bitte gutes Item mit dem Wuhu. Nein, Feuerblume. Ah. Komm. Sehr schön. Weg mit der Feuerblume. Ah, nein. Weg mit euch. Komm, Pilz. Ein paar. Was? Ich bin auf dem dritten Platz. Ich kann doch irgendwie aufhören. Irgendwie. Ich weiß aber nicht wie. Nein. Was? Der rote Panzer hat mich nicht gekriegt. Aber warum hat er mich nicht gekriegt? Warum? Sehr schön. Hätte ich Items, könnte ich vielleicht noch auf den ersten Platz. Aber vielleicht jetzt irgendwie. Komm, komm, komm. Irgendwas Gutes. Pilz.
Nein, die nutzen die Abkürzung vorne, ich sehe das schon. Aber, was? Der Pilz wurde mir geklaut. Boah, wie knapp. Boah, auf dem dritten Platz einfach. Es läuft immer sehr, sehr gut, während wir 50 Sekunden am Anfang des Rennens warten. Eben Zweiter, jetzt Dritter, aber warum werde ich nicht Erster? Und ich bin besser als der 84.000-Punkte-Fahrer. Ja, das bedeutet ja was. Nein, es ist zwar meine Lieblingsstrecke, die Schikane, aber es ist auch gespiegelt. Nein, die kenne ich überhaupt nicht, bin ich noch nie gefahren. So, 50 Sekunden Timer läuft ab jetzt in 3, 2, 1, jetzt kann ich losfahren. Und dann schaue ich mal, wie das hier so vonstatten geht. Was? Ich bin da noch nie dran gedonkt. Aber es kann doch alles sehr, sehr gut werden. Hier nach rechts. Ich muss jetzt alles umdecken. Hier ist die schnellste Strecke hier nach oben. Nein, ich habe das jetzt nicht bekommen. Kann ich in der zweiten Runde vielleicht zeigen, wenn ich es dahin bekomme. Ah, es ist jetzt links, nicht rechts. Ah, warum ist das so durcheinander? Und jetzt der besondere Shortcut ist jetzt auf der linken Seite. Hier, boing. Schaffe ich's? Nö, ich bin viel zu weit gefahren. Was? Ah, ich musste erst eine Runde fahren und dann. Oh, das ist so verwirrend gespiegelt. Hier immer wieder hopsen, damit ich hier rumkomme. Ah, ich könnte so gut fahren, aber das ist ja gespiegelt. Warum muss das gespiegelt sein? Egal, nicht darüber aufregen, einfach machen. Jetzt zwei Items bekommen. Nach hinten. Und sehr schön. Kugelwilli. Sehr schön. Und Goldpilz. Wäre das andersrum in der Reihenfolge, wäre das ein bisschen besser. Aber hier muss man hoch. Denn so, oh, ist man viel schneller. Sehr schön. Ich muss gucken, wann ich den Kugelwilli zünde. Ich glaube, direkt nach dem Shortcut oder direkt einfach hier. Weil ich da einfach versagt habe. Hier einmal rum. Und dann müsste man hier drüber springen können. Glaube ich. Naja. Jetzt wieder hier auf diese Seite. Und hopsen, hopsen, hopsen. Sehr schön. Und einmal rumfahren. Boah, sehr schön. Jetzt den Goldpilz einsetzen, damit ich auf den ersten Platz komme. Was? Wird das der Sieg, auch wenn ich am Anfang so versagt habe? Crazy 8 auf der 3. Was für ein Glück von den Items. Ja, komm. Der hat mir meinen Stern geklaut. Und hätte ich den Stern eingesetzt, könnte ich bestimmt mit dem Shock Dodge auf die 1 kommen. Mann, und jetzt habe ich nicht mal ein Doppel-Item bekommen. Schade. Aber so, ich hatte erstmal Glück und dann hatte ich Unglück im Glück, dass mir der Pilz geklaut wurde von der Crazy 8. Schade, und hier, spring! Nein, ich habe keine Ahnung, wie man hier den Shortcut gespiegelt macht. Schade. Und das sah so gut aus, aber jetzt muss ich natürlich ganz hinten sein. Toll. Und der Goldpilz bringt mir hier ganz am Ende auch nichts. Toll. Vielleicht wird das ja im nächsten Rennen was. Ja, Sonnenuntergang zur Wüste. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich mich so freue bei dieser Strecke, weil die ist ja eigentlich nicht so besonders. Das ist eine Bergingstrecke, deswegen kann ich einfach ganz weit hinten bleiben, schöne Items ranbekommen und ich kann immer noch am Ende aufholen. Das ist das Tolle hieran, denn hier gibt es so viele Abkürzungen und es ist einfach komplett egal, ob man hier am Anfang richtig gut mitmacht oder auf den hinteren Plätzen bleibt. Das ist super hier ran. Und ich muss ein paar Münzen bekommen. Münzen, komm. Münzen sind extrem wichtig, um ein bisschen mehr Speed zu bekommen. Ah, ich muss hier stehen bleiben, um die Münzen zu bekommen. Hier, sehr schön. Und, oh, die ist despawned. Egal, hier wieder doch ein Item bekommen. Sehr schön. Komm, sehr schön. Nur noch eine Münze, da haben wir 10. Und Kugelwilli. Sehr gut. Schön hier nutzen. Könnte ich vielleicht ein bisschen länger aufbewahren, aber so klappt es auch. Völlig in Ordnung. Doppel-Item auf dem 5. Platz. Bekomme ich gute Items oder nicht? Nein. Aber Pilz ist gar nicht so schlecht. Nur die Piranha-Pflanze nervt. Denn ich muss die jetzt die ganze Zeit einsetzen und kann jetzt später den Pilz nehmen. Was? Oh, diese Kugel-Willis. Egal, ich war auf dem 9. Platz und ab dem 9. Platz bekommt man bessere Items. Na, das ist jetzt nicht so besser, aber ist ganz okay. Deswegen beschwere ich mich nicht. Was? Nein. Oh, komm. Nein, warum bin ich hier gelandet? Hier am besten hier drauf fahren. Denn hier gäbe es noch einen kleinen Weg. Ich war auf dem 3. Hier bin ich auf dem 3. Platz gelandet. Ich war doch so weit hinten und wurde von Kugelwillis getroffen. Okay, kommt ein Stern zu mir zu? Nö. Deswegen kann ich die Hupe erstmal noch bewahren. Jetzt. Was? Nein, ich habe das Doppel-Item nicht bekommen, weil der vor mir war. Egal, auf dem 3. Platz
ist es ziemlich gut, aber ich brauche eine neue Bergstrecke jetzt. Was? Nein, 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 nein! Egal, vierter Platz. Wir waren Zweiter, Dritter und Vierter. Sehr schön. Schade. Ich wäre wieder vorne, aber ich muss jetzt wieder ganz nach hinten auf den letzten Platz und kann jetzt erst losfahren. Aber nur 8 Spieler in der Lobby? Interessant. Jetzt bremsen und 2 Items bekommen, um nach vorne zu kommen. Schön Münzen einsammeln. Hab keine Münzen bekommen. Ist nicht weiter schlimm. Gleich gibt's wieder Münzen. Hier nach rechts, damit wir nach rechts weiterkommen. Und außen fahren. Hab kurz vergessen, wo die Münzen sind. Und neue Items. Sehr schön. Ich brauche gute Items, um wieder aufzuholen. Einfach dieselben wie vorher. Nein! Egal, kein Problem. Wenn ich auf 10 Münzen komme und gute Items habe, komm, komm, komm. Sehr schön. Dann sollte es alles kein Problem sein und ich sollte aufholen. Blitz! Blitz ist mit Cookie Billy das beste Item, meiner Meinung nach. Mann, wie soll ich jetzt schnell aufholen? Kommt, neues Item. Sehr schön, den Blitz bewahre ich mir, bis ich etwas weiter nach vorne komme. Wann könnte ich den Blitz am besten einsetzen? Vielleicht jetzt? Und jetzt schnell aufholen. Komm, 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 komm. Ich muss weit nach vorne. Oh, danke für die Münzen. Ihr wurde von Blitz getroffen. Jetzt gehören die Münzen mir. Soll ich den Stern jetzt schon einsetzen? Genau jetzt. Kurz vorm Doppel-Item, damit ich wieder 2 Items bekomme. Und jetzt mit dem Stern kann ich sogar die Abkürzung nehmen und kann mir die Pilze noch aufbewahren. Für jetzt. Sehr schön. Ich könnte jetzt die Pilze verschwenden, um wieder ein neues Item zu bekommen. Aber ich bewahre mir die erstmal auf. Denn auf dem dritten Platz kann man 3 Pilze sehr gut gebrauchen. Ah, lila Mini-Turbo, sehr schön. Nein, roter Panzer. Genau für jetzt könnte man den Pilz gebrauchen, damit man wieder auf Full Speed kommt. Jetzt schön die Abkürzung nehmen. Sehr schön. Und jetzt bitte Doppel-Item. Nein, wurde mir geklaut. Hätte ich mir denken können, weil das so nah ans Item dran war. Nein, die Bombe war so gut platziert. Ah, wie traurig. Aber ich bin wieder auf dem dritten Platz. Und wer war, wird früher getroffen werden, sogar auf dem zweiten. Naja, gar nicht so schlecht. Immer wieder kurz vom ersten Platz. Aber auf den ersten komme ich nicht, oder was? Sehr schön. Eine Stadtstrecke und auf unserer ersten Strecke im heutigen Video, auf Paris, da habe ich sehr gut abgeschnitten. Da bin ich einfach Zweiter geworden. Und ja, ich hoffe das Gleiche jetzt auch hier, dass ich nicht Zweiter werde, sondern sogar Erster. Dann hoffen wir das mal und dass ich eine sehr gute Platzierung jetzt heraushole. Wo fährt der eine hin? Okay, ich überhole schon ein paar. Wie schlecht sind die denn, bitteschön? Jetzt wieder ein paar Items nehmen. Oh, ich habe eine Münze bekommen. Ist immer praktisch. Jetzt ein paar überholen. Warum sind hier alle? Was? Wie viele habe ich denn jetzt schon überholt? Ich dachte, erst in der zweiten Runde oder so überhole ich alle. Aber, oh, toll. Gute platzierte Bombe, aber schlecht für mich. Ich hätte gedacht, erst später überhole ich alle, aber dass ich jetzt schon alle überhole, hätte ich nicht gedacht. Ja, toll. Jetzt haben mich wieder alle überholt. Toll. Und sehr schön, nicht von Autos treffen lassen. Was, was, was? Ah, egal. Nein, nein, nein. Oh, du war Link. Fast hätte er mir das Item geklaut. Ah, toll. Von was wurde ich jetzt getroffen? Ich habe das einfach nicht gesehen. Jetzt bitte wieder 2 Items. Sehr schön. Und jetzt einfach wieder an Platzierung rausholen. 2 Items. Ja, ja, ja. Hab 2 Items bekommen. Boah, Pilze. Sehr schön. Ich kann die hier im Shortcut nehmen. Was? Ich wurde von Lampe blockiert. Ich bin auf dem dritten Platz. Nein. Boostpad. Wäre ich auf dem Boostpad getroffen worden, wäre es nicht so schlimm ausgegangen für mich. Shortcut. Sehr schön. Oh, diese Pflanze, ich hätte bessere Items lieber als die Pflanze. Nein! Ah, traurig. Item, Item, gibt's hier Items? Nö. Ah, ich war eben auf dem dritten Platz, aber nee. Jetzt muss ich wieder ganz hinten sein. Oh, auf dem dritten Platz? Was? Was? Nein! Ah, ich glaube, das wird jetzt nichts. Mit einem grünen Panzer kann ich nichts rausholen. Nee, kurz vorm Ziel überholen mich alle. Oh, Mann! Und letzter. Nee, ich bin nicht mal letzter. Okay, dann probiere ich noch einmal ein weiteres Mal diese Challenge. In 3, 2, 1 können wir losfahren. Okay, los geht's. Hier auf Kokosnusspromenade. Was? Was? Nein, nein, nein.
Ja, toll. Was passiert? Jetzt kann ich doch bestimmt irgendwie schön aufholen. Na, das gibt's doch nicht. Das ist meine Strecke und ich verliere hier so stark. Komm, komm, komm. Nein, ich habe zu viele Tricks gemacht. Ach, egal. Egal, ich kann jetzt stehen bleiben und versuchen, gute Items zu bekommen. Sehr schön. Ja, Stern, Pilz eingesetzt und ich habe jetzt nochmal 2 Pilze bekommen. Sehr schön. Und ich muss doch jetzt mal Erste werden, oder? Komm, neue Items bitte. Dankeschön. Jetzt bitte nach rechts. Was? Ich habe noch geschafft irgendwie. Irgendwie, ich weiß nicht wie. Ich habe so verliert eben, aber trotzdem sehe ich da vorne. Was? Uah. Trotzdem sehe ich da vorne schon die anderen Mitspieler. Also ich bin gar nicht so weit weg, auch wenn es so scheint. Ah, aber jetzt mal bitte richtig. Hier Doppel-Item und mal schön Tricks machen. Kugelwilli, ich muss den eigentlich schon jetzt zünden, weil ich bin so weit weg. Ja, ich bin so weit hinten. Es ist am besten, den jetzt zu zünden. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Wir haben nur noch eine Runde und ich muss vom 12. Platz auf den 1. Platz kommen. Ich weiß nicht wie. Oh, ich habe die Explosion gesehen. Ich war literally in der Explosion. Item, ja. Sollte den in den Shortcut rechts nehmen, nutzen, aber so klappt's auch. Einfach 2 Kugelwillis hintereinander. Das war unglaublich. Jetzt bitte. Ah, nur ein Item. Egal. Was, ich bin 4. Platz. Das schaffe ich schon irgendwie. 3. Komm, 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 komm. Nein. Aber hier ist Boostpad. Komm. Jetzt, Ah, 7. Alle auf einem Haufen. Und ich habe kein Item bekommen. Das ist kein Sieg für mich. Was? Ich war auf dem Auto. Wie? Aber naja. Hiermit bin ich 10. Oh je. Eiscreme-Eskapade. 3, 2, 1. Los. Fahren wir los. Ja, Eiscreme-Eskapade, das ist nicht so gut für mich, denn Eiscreme-Eskapade hat keine Abkürzungen, ist deswegen auch eine Frontrun-Strecke. Also, es ist eine Strecke, die besonders gut für die ist, die gerne vorne fahren. Eigentlich nur gut für die, die vorne fahren, auf dem 1. Platz. Und ist schlecht für die, die auf den hinteren Plätzen sind, denn man kann schlecht aufholen, denn es gibt keine Abkürzungen. Ich habe eben schon ein paar gesehen, die direkt vor mir waren. Nein, ich habe das Doppel-Item nicht bekommen. Nein. Hier habe ich leider nur 2 Münzen bekommen. Aber ich habe gleich schon die ersten überholt. Aber ich habe nur noch 2 Runden Zeit. Das wird schwierig, hier irgendeine gute Platzierung rauszuholen. Ich hoffe natürlich, dass ich eine gute Platzierung raushole, aber ob ich das auch versprechen kann, ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Oh, ich muss mich abgewöhnen, weiter nach links zu fahren. Bitte ein Blitz, 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 komm bitte, dass ich ganz, ganz viel überholen kann. Oh, Doppelstern. Jetzt nochmal einsetzen und hoffentlich kommt jetzt gleich ein Blitz. Oh, kein Item bekommen. Ja, und jetzt ist mein Stern zu Ende. Oh, und ich werde getroffen. Und jetzt bin ich wieder ganz, ganz hinten. Nee, das wird nichts. Nein, 10. Schade, eben war in der Auswahl Yoshis Piste, aber natürlich kommt Blätterwald dran. Aber es ist auch nicht so schlimm, man könnte sich ja auch noch was Gutes rausholen. Denn es gibt hier auch diese eine Abkürzung da rechts. Und sonst auch kann es ja gut sein. Deswegen hier mal 2 Items nehmen. Und ja, schön alle Münzen mitnehmen. Und nach rechts lenken, damit wir weiter rechts ankommen. Ist zwar nur minimal, aber warum nicht? Oh, Pilz! Dankeschön. Und besseres Item bitte. Oh, einfach dasselbe. Nur in anderer Reihenfolge. Ja, ich muss jetzt etwas aufholen, aber bisher ist es noch ziemlich gut und ich wollte sagen, ich habe gar keine Fehler gemacht, bis jetzt. Eigentlich würde ich innen fahren, aber ich brauche Items, deswegen fahre ich jetzt hier oben. Boah. Noch ein Pilz? Aber natürlich bekomme ich den nicht, weil ich 1 Millimeter daran vorbeifahre. Schade. Münzen, Dankeschön. Jetzt bitte nach rechts, um das Item zu bekommen. Dankeschön. Und weil wir jetzt die Pilze haben, können wir hier rechts diese Abkürzung nutzen. Einmal bitte nach rechts. Dankeschön. Ja, Kugelwilli. Und wir sind wegen der Abkürzung auf dem 7. Platz. Und wir haben sogar ein 2. Item, diese 3 Pilze. Kugelwilli, sehr schön. Nach rechts lenken und auch nach links lenken. Denn mit schärfere Kurven nimmt der Kugelwilli. Jetzt, nachdem wir gehittet wurden, schnell Pilz nehmen. Nein, nein, nein. Oh, ich hätte mir schon gedacht, dass wegen dem Lag, dass ich getroffen werde von dieser Melinda. Ah, toll, das war es mit meinen 3 Pilzen. Trotzdem wieder nach oben, um Items zu bekommen. Schön Münzen von einem anderen klauen.
Und nur ein Pilz. Ah, muss ich jetzt direkt wieder einsetzen, um wieder auf Speed zu kommen. Aber weil ich 6. Platz nur bin, könnte ich noch aufholen, weil rechts auf der Minimap sehen wir, dass alle auf einem Knuppel sind. Alle sind direkt nebeneinander. Jetzt bin ich ganz hinten, weil ich getroffen wurde. Na toll, und den Pilz werde ich auch nicht bekommen. Schade. Naja, vielleicht wieder erstmal 2 Items bekommen. Oh, das habe ich jetzt echt langsam gemacht. Egal, wenn ich auf 10 Münzen komme, passt es schon irgendwie. Denn die sind immer noch alle auf einem Knuppel. Und wenn ich einmal nach vorne komme und alle überhole, dann wird es was richtig Gutes und eine richtig gute Platzierung. Hoffe ich. Oh, hätte ich den Kugelbilly lieber vorher. Aber jetzt kann ich etwas an Speed rausholen und den Kugelbilly direkt jetzt zünden. Sehr schön. Hat schön die Kurve genommen. Und jetzt muss ich nur noch weit nach vorne kommen. Da sind schon die Ersten. Ich überhole die Ersten. Und bitte, komm. Vielleicht noch ein Blitz? Nee, aber den Iggy da vorne überhole ich nicht mehr. Schade. Aber ich bin einfach 2. Platz geworden. Oha, fast 1. Das war so knapp. Oh, dieser Iggy da vorne. Ohne den wäre ich jetzt bestimmt 1. Jetzt muss ich wieder warten und verliere meine gute Position. Aber ist nicht schlimm, denn wie wir eben gesehen haben, auch auf Nicht-Bagging-Strecken, wie zum Beispiel hier Blätterwald, können wir auch eine sehr, sehr gute Position rausholen, wenn wir gut und fehlerfrei fahren. Ich habe zwar nicht fehlerfrei gefahren, weil ich, ja, einige Fehler gemacht habe, wie zum Beispiel immer wieder auf... Oh, ich wollte 2 Items. Wie zum Beispiel, ich bin immer wieder in Bananen reingefahren, aber auch mit Fehlern. Habe ich es geschafft, 2. Platz zu werden? Und ich bin schon 5. Das muss doch der Sieg werden, oder? Hä? Ich habe keinen Trick gemacht. Was? Was? Nein, nein! Was? Was? Ich hing irgendwie da fest. Ich weiß auch nicht wie. Weg mit den Müll. Ach, diese Feuerblume. Wer braucht die Feuerblume? Ich muss jetzt einfach nur gut fahren. Obwohl das gar nicht so schlau ist, möchte ich jetzt 2 Items. Ja, ich wurde jetzt sowieso getroffen. Komm. Sehr schön. Goldener Pilz. Jetzt kann ich die Abkürzung nehmen. Und vielleicht jetzt noch eine Abkürzung nehmen. Aber das sollte man nicht tun. Nicht mit dem Goldpilz da reinfahren. Boah, unter dem Kettenhund. Schön. Die Wunder 8. Boah, wie knapp. Ah, eben war ich 5, das sah so gut aus. Aber jetzt sieht es nicht gut aus. Ah, und der Pilz, der Stern ist weg. Coins. Noch mehr Münzen. Ich bin auf 10 Münzen. Jetzt muss ich doch 1. werden, oder? Ups. Außer ich hänge wieder an irgendwelchen Zäunen fest. Ah, komm bitte. Ja, sehr schön. Sehr schöne Pilze. Was? Boah, ich dachte gerade, warum sind da alle auf einem Haufen? Aber wie es scheint, sind immer alle auf einem Haufen und ich könnte so einfacher aufholen. Aber auf der Karte sehe ich, dieser weiße Yoshi ist so weit vorne. Wie soll ich da nur hin? Ach ja. Ja, toll. Bitte, schöne Items. Ja, schöne Items. Komm. Luigi, High Five. Ja. Komm. Cookie Billy, nach links lenken. Komm. Was? Ja, 1. Platz. Nein. Dieser Iggy schon wieder. Ja. Oh, 1. Platz. Ja. Und damit habe ich die Challenge geschafft. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Die ganze Zeit war ich irgendwie 10. Platz. Aber kurz vor Ende habe ich es geschafft, 1. zu werden. Ciao. Bis zum nächsten Mal.